Finden wir den denn irgendwo? Der muss da irgendwo sein. Da hinten ist immer noch nichts. Okay, in die Sümpfe können wir auch nicht. Man muss da irgendwie in die Sümpfe kommen, oder? Hallo? Sümpfe? Hier vielleicht? Ich will in die Sümpfe? Geh in die Sümpfe, Simon. Bitte geh für mich in die Sümpfe. Hm. Blöd. Warum geht er nicht? Ja, was bringt mir das jetzt, dass der Sumpfling weg ist? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen hat er ja ausgerechnet das, was man auch noch hätte einstecken können, mitgenommen. Dieser Eimer und der Köcher oder was das waren, ich weiß es nicht mehr so genau. Okay, aber zumindest haben wir jetzt erstmal die Sumpfsuppe. Ich muss mir noch überlegen, was man damit machen könnte. Vielleicht könnte man das ja mit einer schönen Schweinelende würzen oder so. Müsste man mal probieren. Aber vielleicht nicht gerade jetzt. Rapunzel wird es uns danken, wenn wir es nicht gerade jetzt machen. Okay, dieser Baum sieht verdammt nach Holzwurmarbeit aus irgendwie. Ich weiß nicht, der hat so viele Löcher drin. Gehen wir erstmal wieder zurück. Irgendwas muss es noch zu tun geben für uns. Okay, Zwergenmine, können wir vielleicht, Moment mal, was probieren? War das hier? Ich weiß es gar nicht. Ich will eigentlich zu Indiana Jones und ihm vielleicht mal den Stein reinschmeißen. Vielleicht sieht er das als Fossil an. Ach nee. Der arme Holzfäller war hier. Die ganze Zunft wird sich über mich totlachen. Okay, für den müssen wir auch noch was finden. Das weiß ich noch nicht so richtig. Ich weiß auch noch nicht so richtig. Verkaufen müssen. Sei still. Wo wir den Metalldetektor einsetzen können. Eigentlich wäre ja das Logischste. Ich hätte wissen müssen, dass das passiert. Ja, ja. Eigentlich wäre ja das Logischste, dass wir ihn in der Mine einsetzen. Ach genau, da kommen wir hier raus. Das wäre das Logischste, aber in die kommen wir noch nicht rein, weil der Holzwurm-Zwerg hier, das, der Zwerg, der wie ein Holzwurm klingt, der lässt uns ja nicht. Beziehungsweise wir könnten natürlich mal probieren, das direkt... Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Ach so, das kann ich dann gar nicht so machen. Okay, dann geh mal rein. Ich hab dir doch gesagt, dass du abhauen sollst. Aber ich bin ein Zwerg. Ah! Ich hab ihn auch Ich gebe dir 3 Sekunden, um zu verschwinden. Okay. Der Bart ist gar nicht für die Zauberer, sondern für die Zwerge. Benutze bitte mal den Bart. Mit der Zwergmine. Genau. Ich hab dir doch gesagt, dass du abhauen sollst. Aber ich bin ein Zwerg. Hör zu, mein Freund. Zwerge tragen Bärte. Hallo? Ich hab doch ihn abrasiert. Ich gebe dir 3 Sekunden, was? Um zu verschwinden. Ich hab doch einen Bart. Hallo, da ist mein Bart. Seid ihr doof? Er ist aus echtem Zwergenhaar hergestellt. Ja eben, du sollst ihn benutzen. Kannst du vielleicht, Moment, mit dem Seil festmachen das oder so? Das geht doch so nicht. Hätte ja sein können. Können wir unser Schwein schmücken damit? Das geht doch so nicht. Schade. Warum kann ich den denn jetzt nicht benutzen? Ich meine... Ach, das ist ja doof. Nochmal! Benutze Bart mit Zwergmine! Los! Ich hab dir doch gesagt, dass du abhauen sollst! Aber ich bin ein Zwerg! Ich kann es auch nicht wegklicken. Hör zu, mein Freund! Zwerge tragen Werte! Also verzieh dich! Ich hab ihn auch rasiert! Ich gebe dir 3 Sekunden, um zu verschwinden. Ja, ist ja gut. Ach, verdammt. Aber wir haben noch einen Bart. Das verstehe ich gerade nicht so richtig. Okay, was soll's. Bringt uns jetzt gerade nichts. Gehen wir nochmal zum Hexenhaus. Ich will nochmal probieren. Vielleicht kommen wir irgendwie an den Besen ran. Ich will doch meine Freunde die Holzwürmer füttern. Da brauche ich doch... Sei still, Monsterrabe. Da brauche ich doch irgendwas Hölzernes. Da wäre das doch eigentlich schön, wäre das. Oder? So! Du willst wohl mit mir kämpfen? Ja, unbedingt. Willst du ein Zauberer-Duell? Ja, ich kann es sein, dass wir erst Zauberer werden müssen, um die Hexe fertig zu machen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Die Frage ist, wo kriegen wir den Stab her, um zum Zauberer gemacht zu werden? Okay, ja. Okay, ich bin dabei. Ha!
Du bist ja noch nicht mal ein richtiger Zauberer. Oh, hau ab, oder ich zeige dir, was wirkliche Magie ist. Verdammt. Ja, genau, Frau. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Puh, das war knapp. Wir müssen erst zum Zauberer werden, um die Hexe fertig machen zu können, um dann an den Besen ranzukommen, offenbar. Okay, haben wir jetzt noch irgendwelche Ecken, wo wir noch irgendwas machen könnten? Ich bin gerade echt ein bisschen am Rätseln. Kreuzungen? Wie jetzt? Hier hinten ist die Drachenhöhle, da kommen wir aber auch nicht weiter. Haben wir irgendwas jetzt gekriegt? Nee, haben wir nicht. Okay, Kreuzungen. Ach so, okay. Da kommen wir hier raus. Was war denn hier gleich nochmal? Ich hab's vergessen. Ich will nochmal gucken kurz. Ach so, war da der Durfdepp? Nee, der Durfdepp war woanders, oder? Ach, hier ging's einfach nur zu der Ecke, stimmt. Ganz vergessen. Können wir vielleicht den Klöppel wieder abmontieren, um den als Steigeisen zu benutzen? Oder die Haare. Ne, wenn ich die Haare einsammeln will, dann geht er bloß wieder hoch, der Kerl. Nimm die Glocke mit. Das ist am Gargoyle festgemacht. Verdammt. Okay, dann bin ich ratlos. Versuchen wir mal die Tür zu öffnen. Da ist kein Griff. Na sowas. Konnten wir vielleicht... Moment, ich will doch nochmal kurz reingehen. Denn... Konnten wir vielleicht oben noch einen Raum weitergehen oder so? Kann ja sein, so in die Kamera rein im Prinzip. Wäre ja eine Möglichkeit. Okay, hier können wir jetzt auch nichts. Hätte ja sein können, dass wir hier jetzt auch irgendwas machen können, aber sah nicht so aus. Komm, steig mal ein Stück schneller, Simon. Okay, haben wir hier noch... Das können wir nicht benutzen, das auch nicht. Ha, ha, ha. Was, ha? Ach so, das Ha. Ich dachte schon, wir können irgendwas einsammeln. Roten Bretter. Oh, nimm mal mit. Sie sind unten festgemacht. Nein. Okay, kriegen wir die irgendwie ab. Wir müssen irgendwas vielleicht mit der Schere raushebeln oder so. Keine Ahnung. Das geht doch so nicht. Welche Überraschung. Wir müssen irgendwie die Bodenbretter abkriegen. Ach, verdammt. Ich weiß gerade nicht wie. Aber da hätten wir ein Stück Holz für die Holzwürmer. Was wir mit denen dann machen, weiß ich auch nicht. Aber wir hätten zumindest irgendwas abgearbeitet. Okay, merken wir uns mal, wir haben hier Bodenbretter. Vielleicht haben die Goblins ja irgendwelche Werkzeuge bestellt oder so, ich weiß es ja nicht. Apropos Goblins. Nein, nicht das Hexenhaus. Ich will ins Dorf. Gibt's noch irgendwas anderes hier? Nee, die sind bloß... Können wir nochmal irgendwas mit der Eule machen? Ich will nochmal kurz zu der Eule. Hier waren sonst noch nichts, ne? Nee. Sprich nochmal mit der Guten. Mit der kleinen verwirrten Eule? Entschuldigung? Was? Okay. Oh, du. Schon wieder. Ja. Bist du eine weise Eule? Oh ja. Es gibt nichts, was ich nicht. Weiß? Ich weiß. Ja, ich bin nur nicht gut mit, Wörtern? Wörtern, ja, Ja, okay. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Tipps? Ja, du bist, gut gekleidet? Nein, gut rasiert? Nein, nein, dein Name? Simon? Genau. Ja. Ja. Woher weißt du meinen Namen? Die, Sterne haben es mir gesagt. Ich bin ein, Idiot? Nein. Eule. Nein, Sternendings da, Astrologe? Ja, Astrologe, ja. Und wie sieht meine Zukunft aus?
Zukunft? Ja, Zukunft. Ich habe einen, Tipp. Ja? Kleine Steine, sind, oftmals, sehr hilfreich. Ist das alles? Im Augenblick, ja. Großartig. Komm zurück, später? Ja, Ich glaube, die Mühe mache ich mir nicht. Okay, an der Stelle hätten wir also auch tatsächlich im Spiel den Hinweis erhalten. Das ist gut zu wissen. Vielleicht wäre ich dann an der Stelle jetzt drauf gekommen, die Steine einzusammeln. Okay, haben wir das jetzt auch geklärt, wie man da drauf kommen kann. Gut zu wissen, gut zu wissen. Gut, dann wollen wir die Eule mal ruhen lassen und mal wieder ins Dorf zurückgehen. Dorf. Hier steht immer noch nichts, Arschloch. Können wir vielleicht das Sausephon, das ja jetzt wieder repariert ist, offenbar, dem Typen zurückgeben? Also ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber vielleicht gibt er uns ja was aus Dankbarkeit dann dafür. Wo müssen wir hin dafür? Trollbrücke, Baum der Eule, Zentrum des Waldes. Scheiße, ich weiß es nicht. Gehen wir mal hier hin und gehen dann mal da lang. Indy! Genau, zu dir wollte ich ja auch noch. Benutze den Stein mit dem Loch. Das geht doch so nicht. Ach Mann. Idiot. Gut, hatte der Indy eigentlich irgendwas gesagt, wo wir nach Artefakten suchen sollen? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, wir gehen mal hier zum traurigen, unsausefonierten Typen. Ist es schon fertig? Ich muss es nur noch zusammenbauen. Okay. Er liest jetzt. Vielleicht können wir ja jetzt mal mit ihm reden, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Rede mit. Bitte beeil dich mit der Reparatur. Okay, gib das Sausephon an den Buben. Du machst Witze. Nein. Wir wollen doch nicht, dass er schon wieder so einen Krach macht. Doch. Ach Mensch, schade. Was soll ich mit diesem Schwein? Jetzt muss ich die ganze Zeit auf Bart und Schwein starren. Ich weiß auch nicht. Was soll ich damit? Ganz ernsthaft, was soll ich mit einem Schwein und einem Zwergenbart? Mann. Ach. Ich hab grad echt so ein bisschen Probleme, mich mit den ganzen Items, die ich habe, zurechtzufinden. Moment, mal kurz das probieren. Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Schade, hätte ja sein können. Vielleicht hier? Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Nein, ich glaube, wir müssen dazu wirklich in die Mine gehen. Okay, schauen wir uns mal die Gegenstände an, vielleicht kommen wir dann auf irgendwas. Ein Glas mit scheinbar lebendigem Sumpfschleim. Sehr schön. Es ist eine Feder. Das ist ein wahres Prachtexemplar seiner Gattung. Der ist auf Milrit-Suchmodus eingestellt. Es geht hoch oder runter. Die Leiter. Wofür brauchen wir die Leiter? Wir müssen irgendeine Ecke finden, wo wir klettern müssen. Sieht aus wie eine Friseurschere. Das ist eine Schachtel Streichhölzer. Tatsächlich. Ein Prachtexemplar seiner Gattung. Das ist ein leerer, hölzerner Eimer. Ich kann mir dafür keine Verwendung vorstellen. Für das Schwein? Ich kann mir dafür keine Verwendung vorstellen. Okay. Da ist das Wort Bier drauf gekritzelt. Ein kompliziertes Gebilde aus Ventilen und Röhren. Das ist ein CO2-Feuerlöscher. Tja, jetzt haben wir zwar alles durchgeguckt, aber ich bin nicht unbedingt schlauer geworden dadurch jetzt. Ach, Mensch. Gehen wir nochmal zurück. Ich will mal gucken, wir müssen doch irgendwo das Buch von Kalypso finden. Das muss doch irgendwo sein. Liegt das vielleicht in Kalypsos Haus noch irgendwo rum? Moment. Ich will mal was probieren. Sorry, wenn das jetzt so bloß so eine Rumprobiererei ist, aber ich hab's halt wie gesagt noch nie gespielt, von daher... Also ich hab's schon mal gespielt, aber... Da sind sie ja wieder. Wollen sie nun etwas oder nicht? Ich meine, ich hab's noch nie durchgespielt und ich glaube, ich komme jetzt langsam an den Punkt, an dem ich nicht mehr weiter gewusst habe. Kann durchaus sein. Ja, hier. Nein, aber ich habe etwas, das Sie wollen. Wirklich? Dann lassen Sie mal sehen. Ich mag die Gänse irgendwie. Ich will mal das Sumpfkrautzeug, das Sumpf... Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Wollen Sie nun etwas oder nicht? Hab ich schon gedrückt? Moment. Nein,
aber ich habe etwas, das super. Ich hatte doch noch gar nicht gedrückt. Dann lassen Sie mal sehen. Ja, bla. Ich hatte doch noch gar nicht gedrückt, Mensch. Was willst du denn von mir? Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Okay, bla. Dann eben nicht. Wer braucht? Ach, verdammt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht den Feuerlöscher, aber das ist... Das ist alles so sinnlos irgendwie.